Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich vor der Bayerischen Landesbank, weil es so schön ist, um heute eine Sendung über eine Baustelle nach der Mittagspause zu sprechen, und zwar mit diesen beiden Herren, Künstler erst seins. Baustelle nach der Mittagspause, was fällt Ihnen auf, Herr Grämmer? Die Bauarbeiter haben Vesper gehabt und... Und tun immer noch nichts. Doch, ja. Es ist auch wirklich verdammt heiß. Also sie haben jedes Verständnis bei gefühlt 40 Grad. Also da. Und als Illustrator habe ich von meinem Zeichenlehrer mitbekommen, Baustellen sind was Wunderbares, Zustand der Veränderung, Dynamik und es wird was gemacht. Im besten Falle. Wobei das natürlich in München sehr relativ ist. Ja. Ich habe jetzt letztes Mal aus Versehen genau die falsche Baustelle rausgesucht, nämlich die an der Landshuter Allee. Weil die haben dann tatsächlich gleich was gemacht, nämlich den Fahrbahnbelag haben sie tatsächlich dann sofort in der nächsten Nacht erneuert. Das war ganz fasziniert. Ja, weil wir machen halt, ich meine jetzt kurz zu sagen, so eine kleine Rundreise über Münchner Baustellen, wo eben nicht gebaut wird, wo meistens, jetzt ist halt gerade ein Gabelstaplerfahrer und da hinten arbeitet sogar einer. Ah, das ist natürlich schon hier eine Situation, wo der Normalverbraucher, wie wir es sind, der Hörhager nicht große Veränderungen feststellen kann, oder? Ja, ich fahre schon seit irgendwie einer geraumen Zeit, sagen wir es mal so, an diesen Tunnel hin und ich kriege hier hinten immer den Stau mit und denke mir immer, aha, sehr schön. Jetzt beim Herfahren bin ich wieder durch die Schelling, nee, die Schellingstraße, ja genau. Ja, ja, ja. Schellingstraße bin ich runtergefahren und da steht immer so ein Kran. Ein Kran. Und da muss man immer, da haben sie jetzt sogar Einbahnstraße gemacht. Und diese Einbahnstraße besteht immer noch, aber der Kran ist schon weg, aber die Baustelle steht da immer noch. Also ganz Wie bewegen spannend. Sie sich durch München, wenn Sie sich bewegen? Mit dem Fahrrad und mit der U-Bahn. Und wenn ich als Neben- und Hobbyschreiner was transportieren muss, mit einem kleinen VW Polo. Okay, weil das geht ja. Ja. Wenn man nämlich in München mit dem Auto unterwegs ist, dann haben wir zur Zeit. Ich mache es ja wieder heute schwarz-weiß. Ich habe letztes Mal eben schon gesagt, dass man zur Zeit in München den Eindruck hat, dass die bayerischen Nationalfarben, speziell die Münchner Nationalfarben, nicht mehr schwarz-gelb sind, sondern rot-weiß. Ja. Ja, ganz offensichtlich als visueller Mensch, wie wir Künstler ja sind, muss ich dir da vollkommen recht geben. Ja, das ist, also, ich habe das letzte Mal dem Bürgermeister von Dachau erklärt, weißt, was er gesagt hat. Alle sind ja unsere Stadtfarben auch. Das Rot-Weiß. Ah, okay. Ja. Und wenn man sich in Dachau zum Beispiel umschaut, da sieht es nicht so Zeug rumstehen. Ja. Ja. Also ich hatte heute eigentlich vor, für unsere Zuschauer mal so ein bisschen zu visualisieren, wie so eine künstlerische Einlassung solcher Situationen ist. Ja. Und hatte euch jetzt eigentlich vor, gegeneinander ein bisschen antreten zu lassen, ja, und schauen, wie dann so im letztlichen Augenblick, es wird so vielleicht in einer halben Stunde sein, so das Exzerpt der Eindrücke auf Papier aussehen wird. Ja. Vielleicht sagt mir kurz, was ihr bis jetzt so zum Warmzeichnen gemacht habt. Also hier habe ich einen der Kollegen, der gerade nicht mehr da ist, da hinten sind sie in der Baugruppe gezeichnet. Ich habe die Größenverhältnisse ein bisschen aufgemischt. Okay. Und, das ist eine künstlerische Freiheit, gell? Ja. Dann der bayerische Löwe. Der Landesbanklöwe mit einem Spaten. Den habe ich gleich zweimal gemacht, den fand ich jetzt, glaube ich, nicht so gut. Genau, das war mein erstes. Da waren sie noch vor der Mittagspause. So ein haben Sie sie tatsächlich bewegt? Ja, da ging was. Also okay. Die Fußgänger, die Autofahrer haben sich nicht bewegt. Okay. Aber er hier hat sich bewegt. Und dann und nochmal in fein der bayerische Löwe, der vom vorbeikommenden Landesbank-Mitarbeitenden schon als relativ gelungen bezeichnet wurde. Ja. Wissen Sie, was wir zwar gemeinsam haben? Das CG. Ja. Christopher Griebel und Christoph Grämmer. Geil. Was hast du gemalt? Ja, also ich habe mich an unsere erste Begegnung oder an dein Hackel um den Kirchturm fliegend erinnert. Das ist praktisch eine, wie sagt man, so eine Reminiszenz an ein Theaterstück, was ich mir vor langer Zeit gemacht habe. Hackelwurf. Ein Hackel segelt um den Turm. Zum Fenster schaut hinaus der Wurm und stürzt sich. Also was? Na, mal weiter. Ja, okay, ja, okay, ja. Genau. Nee, und ich habe mir halt gedacht, also hier ist diese Baustelle und dann kann ja was draus passieren. Und das ist jetzt alles so ein bisschen abstrakt. Abstrakt rumskizziert. Also aus dieser Blaumilchkanal. Na, das ist ein Schiff, schau mal.
Ja, Blaumilchkanal. Nimm die Ephraim Kishon-Anspielung. Also okay, ich nehme sie erst. Okay, okay, gut. Kennen Sie den Blaumilchkanal? Ja, 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 ja. Geil. So, und also dieses Schiff fährt hier. Und ein Schiff wird kommen. Und dann haben wir mir gedacht, dann machen wir mal den Bauarbeiter, der so mit beiden umgeht. Mit dem Stift und mit der Schaufel. Genau, das war jetzt so dieser erste Warmzeichnen. Ja, ja. Okay, meine Herren, dann in die Startlehre. Sollen wir noch? Los. Na, andere Hand auch. Links der Fairness, links der Fairness. Also, Damen und Herren, das ist jetzt praktisch die Aufgabestellung. Wir haben heute zwei Künstler hier bei uns. Na ja, die Zeitungen haben es auch schon aufgegriffen. Tipps für die Bikini-Figur, das hat natürlich mit Baustellen nichts zu tun, aber macht sich recht gut. Also Baustellen und ihre inspirative Kraft. Weil wenn man es jetzt mal rein von der inspirativen Kraft betrachtet, diese Baustellen, dann haben sie enorme inspirative Kraft. Und Inspiration ist ja das, was wir heute alle brauchen. Verstehen Sie? Das ist eine ganz wichtige Geschichte, eine Inspiration. Und jetzt wollen wir dann so im Anschluss schauen, wie groß die inspirative Kraft bzw. wie das Ganze hier auf die beiden Herren gewirkt hat. Machen wir ein kleines Päusle und dann sehen wir uns wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Intaler Trachtenwelt. Unser Gewand verbindet Tradition und Lebensgefühl. Ihr Komplettausstatter mit hochwertigen Marken für Herren, Damen oder Kinder. Entdecken Sie unsere Eigenmarke Angelina Tracht exklusiv nur bei uns. Besuchen Sie Ihre Intaler Trachtenwelt. Wir sind für Sie da mit Herzblut und Leidenschaft. Ab sofort auch direkt am Marienplatz München. Höffner, immer besser. Jetzt 40% Rabatt auf Möbel und Küchen. Höffner, wo Wohnen wenig kostet. Mehr auf höffner.de. Die gemeinnützige Stiftung Care for Rare am Haunerschen Kinderspital der Uniklinik München rückt Kinder mit seltenen Erkrankungen in den Fokus. Sie verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit ganzheitlicher Sorge um kranke Kinder. Helfen auch Sie bei der Verwirklichung dieser Mission. Spenden Sie jetzt. Lernen, schlagfertiger zu sein? Ja. Gesundheit ist der Dreh- und Angelpunkt für ein glückliches Leben. Design füllt Technologie mit Leben. Und doch ist es viel mehr. Jeder Mensch kann und soll singen. Versuch mal, einen anderen Weg zu gehen als den der Schauspielschule. Schreib kein Buch für jemand anderen. Schreib es für dich. Man kann alles lernen. Alles im Leben. Ja, schauen wir mal. Raus aus der Komfortzone, meinen Horizont erweitern, hat mir mein Therapeut geraten. Wie schaut es eigentlich aus mit den Vertragsbedingungen? Ich brauche eine eigene Garderobe. Ich möchte Work-Life-Balance. Ich brauche Großaufnahmen und Ernährung. Ich kann nicht einfach von einem Brotzerbrettel irgendetwas essen. Kann ich eigentlich auch meine Mutti mitbringen? Mein! Ich sollte meine Schwingungen mit deinen Schwingungen gemeinsam schwingen lassen. Willst du mit mir moderieren? Ja, ich will. Wir sind Wiesn. Ab dem 21. September täglich live ab 18.20 Uhr. Nur auf München TV.
Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, man neigt immer dazu, dass man über Baustellen schimpft, sich darüber eifert, wie lang die noch und was soll denn der ganze Scheiß und der ganze Dreck. Ist es, oder? Das ist doch das, wie man Baustellen normalerweise so gegenübersteht. Normalerweise ja, aber für mich als Illustrator ist es natürlich auch ein Fest hier und da. Oh. Und ein grafisches Fest, ein Vorwand, um was zu machen. Ja. Diese beiden Herren haben sich hier jetzt an der Baustelle, an der Bayerischen Landesbank, inspirieren lassen. Und jetzt schauen wir uns mal, was dabei rausgekommen ist. Felix, was hast du denn Schönes gemalt? Jetzt erzähl mal. Also, wir fangen mal an mit dem Hackl. Das Hackl ist weitergeflogen. Das ist jetzt schon um die Kirchbaum vorbeigeflogen. Ich schalte mal meine kleine Kamera, meine Damen und Herren, damit ich das Ihnen auch in Großaufnahme zeigen kann. Es gibt da mittlerweile dank modernster Technik, weil er gerade vom Fliegen redet, so Drohnen. Und diese Drohnen, die haben also diese Kameras eingebaut. Eine Taschendrohne. Das ist eine Taschendrohne. Ich bin praktisch der Flügel. Und jetzt sehen die was. Also weiter. Ja, jetzt genau die Kamerafahrt bitte vom Kirchturm zum Hackl. Ja, ja, ja. Genau, okay. Gut, und dann haben wir, du hast in deiner Geschichte das so schön weitererzählt, da gibt es einen Wurm. Und da hast du mich jetzt inspiriert, dass es diesen Wurm gibt, der in diese Unterführung da reingeht, die wir da hinten sehen. Und der auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und das ist eigentlich dieser Autowurm, der hier immer durch den Stau, also übersetzt, genau so. Und naja, dann haben wir hier links diese letzte Sendung. Also die Akademie-Backen. Die Akademie-Ding, es hat sich schon durch die Hitze alles verzogen hier. Genau, und naja, die Arbeiter, wie man hier rechts sieht, die machen immer noch Pause. Entschuldigung, hier arbeitet schon einer und hier arbeitet schon einer. Also so, genau, so. Okay. Die Ampel ist hier auch noch da und genau, ja, soweit, okay, so gut. Okay, alles klar. Felix Hörhager vor der Bayerischen Landesbank. So, jetzt schauen wir mal deins an. So schaut es praktisch in den Totalen aus. Ja, das ist natürlich, es ist anders. Sie haben das mir gelernt, gell? Ja, das stimmt. Ich habe bei F.E. Bernstein gelernt, meinem geliebten Zeichenlehrer, Gott hab ihn selig, und das Blatt schön voll machen und zeichnen immer auch als Vorwand, um irgendeinen Quatsch zu machen. Das habe ich mir auch gegönnt. Weil ich finde das so nett mit der Münchner Stadtrundfahrt. Nein, es ist schon eine Kunstwelt. Die ist ja gerade vorher vorbeigefahren, wie wir gesehen haben, gell? Ja. Sofort aufgeschnappt. Ich musste es mir merken, weil der Bus ging ungewöhnlich schnell weiter. Aber das ist mir dann gelungen, den Moment festzuhalten aus der Erinnerung. Na, aber Sie natürlich damit, Amar, Sie schaffen natürlich damit auch einen, wie soll ich es richtig formulieren, einen kreativen Input für den Tourismus. Praktisch den Mehrwert der Münchner Baustellen für den Tourismus. Ja, genau. Deutlich, schöner kann ich es gar nicht sagen. Also dem schließe ich mich einfach mal an. Und wer ist der Herr, der hier schleppt? Ist das irgendeiner von diesen? Das ist einer von den Herren, ja, die hier arbeiten, die jetzt in der Baugrube, wie ich gerade sehe, Zugang sind, 20 Meter weiter rechts. Ich hoffe im Schatten. Und der Herr, der da über allem schwebt, ist der Dominus Rectus? Das ist ein, sagen wir mal, ein Selbstporträt. Mit einem Kirchturm in der Hand. Ja. Wunderschön. Damen und Herren, zu sehen, ich habe nicht zu viel versprochen. Man kann durchaus aus so Baustellen auch etwas Kreatives und einen künstlerischen Akzent in seine bayerische Landeshauptstadt hineinzaubern. Gell? Jetzt weiß ich nicht, ob das. Nein, das machen wir. Ich wollte ja so einen kleinen Wettbewerb machen und die Leute die Telefonnummer geben. Und dann sollen sie mir schreiben, was die schönere Beutel ist. Und der Gewinner von euch beiden würde dann 55 Punkte bekommen. Ich bin aber nicht mehr. Punkte, Entschuldigung. Nein, einfach so Punkte auf dem Papier. Ah, Punkte auf dem Papier. Ja. Ja. Man kann das dann sammeln. Ja. Sehr gern, bin ich dabei. Wieder was Grafisches. Hauptsache Grafisches. Du setzt dich dann hin und malst die selber, oder? Ja, natürlich. Setz dich jetzt gleich hin und malst deine 50 Punkte. 50 Punkte, ja. Genau, haben wir gleich. Also du musst 100 malen, oder? Damit jeder weiß. Ja, genau. Damen und Herren, wir wissen ja alle, dass die so schön ist, dass die mit der Baustelle nie fertig werden, wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre auch nicht. Aber ich sage immer, es gibt mittlerweile so viele SUVs in der Bayerischen Landeshauptstadt, dass die jetzt auch einen Sinn bekommen, verstehst? Mhm. Wenn du den nächsten SUV kaufst, dann kaufst du halt Four-Wheel-Driven. Dann kannst du einmal über eine Schotterstraße fahren. Deswegen verstehst? Brauchen wir jetzt ein SUV in der Stadt, oder? Ja, klar. Na klar, sonst kommst du ja nicht mehr weiter. Ja, normalerweise werden sie immer nur Baustellen-SUV. Genau, dass die Kinder in den Kindergarten fahren.